Als ich das erste Mal meine Mens bekommen habe, das war für mich irgendwie einfach unangenehm. Ich habe mich geschämt vor meinen Brüdern. Für mich war das belastend und ich habe mich alleine gefühlt. Das Erste, was meine Mutter sagte, war, oh Gott, jetzt hast du das auch. Ich finde es schade, dass ich erst jetzt merke, wie wertvoll es ist, Frau zu sein. Ich habe nie gelernt, dass mein Körper mir gehört. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich die Mens habe, dann stinke ich und bin grusig. Ich habe mich alleine gefühlt und ich habe mich geschämt. Viele Frauen haben die erste Menstruation nicht wirklich positiv erlebt. Viele Frauen sind ziemlich weit weg vom natürlichen Empfinden mit ihrem Körper, mit den Zyklen, mit ihrer Weiblichkeit. Ich fände es ein riesiges Geschenk, wenn auch gerade junge Mädchen schon sensibilisiert würden darauf, dass der Zyklus, den sie haben, und auch die grosse Spannweite von ihren Gefühlen, dass das nicht ein Defekt ist. Also sie sind nicht komisch, weil sie halt die Schwankungen haben, sondern es ist ein Geschenk. Weil durch das, dass sie fähig sind, sich irrsinnig zu freuen und aber auch vielleicht mal ganz, ganz traurig zu sein, kann ganz viel in Bewegung kommen. Und ich glaube einfach, dass es in der heutigen Welt so, so wichtig ist, dass das wieder Raum bekommt. Ich habe selber zwei Töchter. Und mir ist das Thema besonders wichtig, weil sie in ein Alter kommen, wo sie auch selber ihre Menstruation bekommen. Und ich versuche, einen Zugang zu meinen Töchtern zu bekommen. Ich möchte mit denen sprechen und ich merke, dass es schwierig ist, darüber zu sprechen, weil es in der Gesellschaft, weil es keinen Raum gibt in der Gesellschaft. Ich bin in einem Männerhaushalt daheim, mit meinem Mann und Söhnen. Und habe einfach gemerkt, wie wichtig es ist, dass ich mir als Frau den Raum rausnehme, wenn ich meine Tage habe und wenn ich blute und wenn ich mich vielleicht nicht wohl finde oder muss zurückziehen. Und habe realisiert, nach vielen, vielen Jahren, dass ich die bin, die das meinen Söhnen, meinem Mann muss zeigen und beibringen und überhaupt erklären, weil die haben keine Ahnung. Die denken immer, ja, wenn man eine Periode hat, dann ist man zickig und komisch. Das ist mir manchmal schon, das stimmt. Aber es hat ja auch einen Grund. Ich finde es einfach wichtig, dass man den jungen Frauen einen neuen Zugang ermöglichen, dass wir ihnen zeigen, dass wir ältere Frauen, die das gemerkt haben, die uns auf den Weg gemacht haben, das zu ändern, dass wir diesen jungen Frauen einen neuen Zugang ermöglichen können und ihnen können zeigen, dass es ein grosses Geschenk ist, so einen weiblichen Körper zu haben, ein zyklisches Wesen zu sein, fruchtbar zu sein, Frau zu sein, dass das etwas Schönes ist. Ich würde mir vom Herzen wünschen, dass wir erwachsene Frauen zu unserer Weiblichkeit stehen. Ich wünsche mir, dass wir Mütter und Großmütter fähig sind und dazu beitragen, dass die Mädchen und jungen Frauen ein Gefühl haben von ihrem eigenen Wert und ihrer eigenen Würde. Weil nur dann, wenn sie mit diesem Gefühl verbunden sind, haben sie so viel zu geben. Ich wünsche mir, dass wir darüber sprechen. Mir ist das Recht ein Anliegen vom Herzen, dass diese wichtigen Themen nicht mehr zum Tabuthema gehören, sondern Menschen, lass uns offen darüber reden.